Als Trainer, ich komme aus Niederösterreich, bin Aktivistin und Mitglied der Friedensmahnwache Wien-Orga. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Gebt euch einmal selbst einen Applaus, das habt ihr verdient. Ich möchte mich hier, so wie immer, an dieser Stelle im Namen des gesamten Orga-Teams von jeglichen Rechts- und Linksextremismus, vor Verschwörertum, vor Antisemitismus und eigentlich allem, was sich gegen den Menschen jeglicher Hautfarbe, Sprache, Religion und seiner Freiheit richtet, distanzieren. Wir sind alle Schwestern und Brüder und haben, egal ob Elite oder Obdachlose, nur eine einzige, zwar dank uns Menschen nicht mehr so unversehrte, aber dennoch schöne Welt. Und hier sind wir gemeinsam gefordert, sie uns und unseren Nachfahren zumindest auf dem jetzigen Level zu erhalten. Eine Aussage, die ich ebenfalls im Namen des Orga-Teams tätigen darf. Wir danken unseren Polizeibeamten, die uns mittlerweile bei unserer 12. Friedensmahnwache begleiten und hoffe weiterhin auf so einen menschlichen, angenehmen und reibungslosen Ablauf wie bisher. Freunde, bitte einen Applaus für unsere Schwestern und Brüder im Polizeidienst. Freiheit und persönliche Grenzen ist das Thema, dem sich unsere heutigen Redner der Friedensmahnwache widmen. Und ein dazu passendes Zitat von Benjamin Franklin lautet: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Die Anschläge vom 11. September 2001 waren spektakulär in ihrer Scheußlichkeit. Sie versetzten manche Staaten in einen Schockzustand. Der Wertekanon, den man in den Demokratien für verfestigt gehalten hatte, erwies sich mit einem Mal als flüchtig. Grundlegende Auffassungen von bürgerlicher Freiheit wurden wie Ballast über Bord geworfen. Ein Grundrechtsstandard, den wir als eine unserer größten Stärken betrachtet hatten, erschien plötzlich als Sicherheitslücke. Zivilisatorische Errungenschaften, die über Jahrhunderte erkämpft und erstritten worden sind, wurden im Handumdrehen entsorgt. Zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung, die seit langem bekannt, nur niemals zuvor so medial sichtbar gewesen war, ergingen grundrechtsbeschränkende Maßnahmen, zum Beispiel Abgabe der Fingerabdrücke, Überwachung, Datensicherung etc., deren Durchsetzung kurz zuvor niemand für möglich gehalten hätte. Was ist passiert? Wirkt eine Verteidigung der individuellen Freiheit seit den schrecklichen Bildern aus New York wie ein kleinliches Beharren auf einer zu großzügigen Verfassung, wenn nicht gar als Angriff auf die staatliche Sicherheit? Sind prognostizierte Schreckensszenarien für die Massenmedien so viel interessanter und glaubhafter als die realen Einschränkungen unserer Grundrechte? So oder so liegt der traurige Verdacht nahe, dass es mit der Verinnerlichung freiheitlicher Ideale nie so weit her war, wie wir dachten. Am Tempo der sicherheitspolitischen Entwicklungen hat sich nichts geändert. Es findet der große Umbau statt. Dieser Vorgang umgibt sich mit einer Aura der Unvermeidlichkeit. Gutmütig wie eine Kuh schaut der Bürger den angeblich zwingenden notwendigen Entwicklungen zu und kaut die dazugehörigen Argumentationen wieder. Wie wir gehört haben, gibt es auch in Israel Friedensbewegungen. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz gibt es nunmehr an die 120 Friedensmahnwachen. Auch in Belgien, Dänemark, Spanien und Vancouver haben sich die Friedensmahnwachen bereits gebildet. Und auch in Australien und New York sind welche in Planung. Freunde, schön langsam beginnt es auf der ganzen Welt. Am 19.07. gibt es in Berlin eine große überregionale Friedensdemo, die um 15 Uhr beginnt, an der sich fast alle Friedensmahnwachen in Deutschland beteiligen und für die sich ganz tolle Redner und Musiker angekündigt haben. Auch von Wien habe ich schon gehört, dass einige hinfahren. Bravo! Ja. Und jetzt einmal etwas in eigener Sache. Wir suchen noch einige Helfer, die uns bei Recherchearbeiten unterstützen.
diejenigen, die Interesse daran haben, uns zu helfen, mögen sich bei mir melden. Wie ihr seht, wir haben hier einen Riesenhaufen Material auch immer zu führen. Und wir überlegen uns jetzt ein Auto zuzulegen, einen Transporter. Und die Frage ist jetzt einfach, ob vielleicht jemand irgend so ein Auto zu Hause stehen hat und nicht wirklich braucht. Oder ob es Leute gibt, die uns vielleicht unterstützen wollen. Also einfach nachher zu uns herkommen und irgendwelche Ideen, Vorschläge hinterlassen. Danke. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, Foodsharing mit Waltraud und Kerstin ist wieder da. Genauso haben wir Booksharing, verschiedene Flyer. Die TTIP-Unterschriftenliste liegt auf. Unsere Friedensbänder könnt ihr auch wieder bekommen. Noch einmal bitte der Hinweis, bitte nicht so viel mitliegen lassen und wenn möglich mitnehmen. Danke.